Herr Wiegand und Herr Rügemar, Sie haben ja das Buch geschrieben, Die Fertigmacher. In dem Buch beschreiben Sie ein Phänomen, was ja in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist, nämlich die Behinderung von einer Betriebsratsgründung oder die Behinderung von Betriebsräten überhaupt. Fange ich mal mit der Frage an, wie ist denn überhaupt die gesetzliche Lage, wenn man einen Betriebsrat gründen will? Ja, die gesetzliche Lage ist so, dass in Betrieben mit 5 ständigen Mitgliedern oder mehr Betriebsräte gewählt werden. So steht es im Gesetz. Und es wird als Kann-Bestimmung interpretiert, aber unserer Meinung nach ist es eigentlich eine Soll-Bestimmung. Also das heißt, man müsste auch den Gesetzestext hier so ein bisschen ergänzen. Wenn jeder Betrieb mit mindestens 5 Beschäftigten einen Betriebsrat haben darf, warum haben denn dann so wenig Betriebe einen Betriebsrat? Also diese Erfahrung, die Gründung eines neuen Betriebsrats ist ein riskantes Abenteuer, da riskiere ich meinen Arbeitsplatz. Die ist einer der Gründe. Wenn man heute bekannt macht in einem Unternehmen, wir haben jetzt vor, hier müsste doch mal ein Betriebsrat gewählt werden, dann setzen also die Praktiken ein, entweder man bekommt plötzlich eine Kündigung oder man bekommt das Angebot, naja, also wenn du darauf verzichtest, dann kannst du befördert werden, kannst du Abteilungsleiter werden. Viele wissen, oh, das Risiko ist mir zu groß. Können Sie mir ein paar Beispiele nennen von Betriebsratsbehinderung? Die größte deutsche Reha-Kette, die größte private, heißt Median. Median hat 2016 nicht nur den Tarifvertrag mit Verdi gekündigt, handstreichartig, sondern sie haben auch eine Klinik geschlossen, wo ein streitbarer Betriebsratsvorsitzender sich allen Zermürbungsversuchen erfolgreich widersetzt hat. Das ist die Weserklinik in Bad Oeynhausen gewesen, war eine Streikhochburg von Verdi und die wurde dann von Median platt gemacht. Ja, und diese Botschaft sollte natürlich auch an alle anderen Häuser gehen. Wenn ihr mit Verdi zusammen an Streikaktivitäten teilnehmt, dann könnte euch dasselbe Schicksal drohen. Wenn jetzt so ein Arbeitgeber bemerkt, oh, seine Belegschaft will einen Betriebsrat gründen, was ist so, gibt es da eine Systematik? Was ist der typische Ablauf einer Behinderung? Die typischen Reaktionen, also die häufig vorkommen, sind eben die, der wird gekündigt mit irgendeinem Grund. Oder eben, es gibt die Formen der direkten, indirekten, freundlichen Bestechung, Beförderung nach oben, oder es gibt Formen der Bestrafung vor der Kündigung. Ja, ich versetze dich in eine andere Filiale, dann kannst du 80 Kilometer am Tag hin und her fahren und dann kommst du dann auch nicht mehr so leicht an deine Betriebsratsgründung. Was auch, also immer dazu gehört, würde ich sagen, ist die verpflichtend angeordnete Belegschaftsversammlung. Der Arbeitgeber versammelt während der Arbeitszeit oder nach Feierabend die Leute in Gruppen, um sie da zu bearbeiten. Das muss man sich dann vorstellen wie so eine Gesprächsrunde, so eine Psychogruppe, wo dann halt die Abteilungsleiter und deren Günstlinge gebrieft werden und dann diesen Stuhlkreis versuchen die dann zu impfen, dass ein Betriebsrat doch nichts bringt oder das Unternehmen hat eingesehen, dass es Fehler gemacht hat und so ein paar Verbesserungen werden ja gemacht. Oder man könnte auch ein alternatives Vertretungsorgan wählen, so eine Beschäftigtenvertretung, die dann oft vom Chef ausgewählt wird. Diese Stuhlkreissituation führt dann dazu, zu simulieren, als würden da alle dagegen sein. Das ist natürlich nicht so. Aber die Leute, die dann für den Betriebsrat sind, haben natürlich keine Traute, in diesem Stuhlkreis ihre Meinung zu sagen, weil da ja die Vorgesetzten sitzen und die Günstlinge der Vorgesetzten und weil halt Entlassung droht. Ja, und wenn die Betriebsratswahl dann doch zustande kommt, versuchen sie dann die Wahlversammlung zu sprengen, indem sie dann stören, indem Leute mitwählen, die gar nicht mitwählen dürfen. Daraufhin kann man dann die Wahl wieder anfechten. Das machen sie dann selber. Oder Leute das Mikro ergreifen und dann versuchen, die Betriebsratsgründer niederzubrüllen und so weiter. Oder vielleicht noch mal eine typische und vom Arbeitgeber auch leicht zu machende Verhinderungspraxis besteht einfach darin, dass er die Liste, die rechtsverbindliche Liste der Wahlberechtigten nicht herausgibt
oder so lange verzögert, bis die Initiative sozusagen in sich zusammenfällt. Gut, was es auch noch gibt, ist, dass die Leute dann auch noch privat angerufen werden, bedroht werden oder auch eben mit Zuckerbrot und Peitsche. Versprechungen werden gemacht, aber die werden dann intensiv auch privat noch bearbeitet. Oder eine andere Praxis ist die, dass der Arbeitgeber sagt, das könnt ihr machen, so ein Betriebsrat, aber mit dieser Gewerkschaft doch lieber nicht. Gründet doch lieber eine neue Liste. Ja, also von Arbeitgebern angeregte Betriebsratslisten. Ne, die bekommen dann solche Namen wie Frischer Wind oder es wird auch ausgenutzt. Ne, das, hier sind immer Männer und so. Macht doch mal eine Frauenliste. Und so wird also versucht, ja, durch das, was in der Fachsprache so heißt, durch ein alternatives Vertretungsorgan einen richtigen Betriebsrat zu unterlaufen. Dürfen denn Betriebsratswahlen verhindert werden? Nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz ist die Behinderung einer Wahl eines Betriebsrates oder auch die Verhinderung einer Wahl eines Betriebsrats eine Straftat, die mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann. Der Arbeitgeber kann ins Gefängnis kommen, notfalls. Ist denn sowas schon mal passiert? Nein, ins Gefängnis gekommen ist nach unserer Kenntnis in den Jahrzehnten der Gültigkeit des Betriebsverfassungsgesetzes noch kein einziger Unternehmer. So, jetzt angenommen, der Betriebsrat, der ist schon gegründet. Wie geht's dann weiter? Also was sind da so typische Behinderungsgeschichten? Ja, also wenn ein Betriebsrat gegründet wurde und der Arbeitgeber dagegen ist, sich also nicht überzeugen lässt, dann ist das Ziel, innerhalb des ersten Jahres diesen Betriebsrat zu zerschlagen. Also die einzelnen Leute, meistens konzentriert sich das auf den Betriebsratsvorsitzenden, das ist überhaupt die wichtigste Figur, diesen Vorsitzenden zu zermürben und zur Aufgabe zu treiben. Und da ist dann der erste Lackmustest, die Schulungen, die ein Betriebsrat verpflichtend machen muss. Nach Betriebsverfassungsgesetz muss der Arbeitgeber diese notwendigen Schulungen bezahlen. Ja? Und da gibt es die Konflikte. Ja, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, klar, ihr braucht eine Schulung, aber jetzt hier in dieser Verdi-Bildungsstätte, die ist zu weit weg, die ist zu teuer und das Programm gefällt mir nicht, zahle ich nicht. Ja, das ist ein häufiger Konflikt. Ja, oder er stellt Ihnen kein ordentliches Büro zur Verfügung, sondern nur so einen ollen Container auf dem Hinterhof, wo kein Computer drin ist. Solche Sachen kommen häufig vor. Betriebsräte sind heute sozusagen Gegenstand, Zielobjekt professioneller Zermürbung von Kettenkündigungen. Der wird gekündigt mit irgendeinem inszenierten Grund. Und bevor er dann 2-3 Monate später beim Arbeitsgericht Recht bekommt, hat er schon die nächste Kündigung, wo dann der nächste, übernächste Arbeitsgerichtsprozess ihm auch wieder Recht gibt. Und wir sind auf Fälle gestoßen, wo dann eben Kettenkündigungen 6-7 sich über ein Jahr und länger erstrecken. Und am Ende bekommt der Betriebsrat Recht und ist so zermürbt, verbunden mit Hausverbot und so weiter, dass er eine Abfindung annimmt, über deren Höhe und Modalitäten er nicht sagen darf, und er ist raus. Die Strategie der Arbeitgeber basiert im Grunde darauf, die Individuen oder auch das ganze Gremium auf einem Feld zu binden, wo sie ungefährlich und unschädlich sind, nämlich Arbeitsgerichtsprozesse, sich eben dieser Anschuldigung zu erwehren. Nicht wenige werden ernsthaft krank dadurch, also depressiv, am Burnout oder andere psychosomatische Erkrankungen. Es gibt dann noch die weitere Methode, dass verdeckte Ermittler eingeschleust werden. Detektive, professionelle Detektive, die dann als Werkstudent oder als Aushilfskraft zeitbeschränkt eingestellt werden.
Und die dann aber mit einem Auftrag auf die bestimmte Zielperson angesetzt werden, auf einen Betriebsrat, und den in lange Gespräche verwickeln über persönliche Verhältnisse, den provozieren auch zu Beleidigungen oder den provozieren, dass er mal mit der Hand ausholt und angeblich eine Körperverletzung begangen hat. Bis dahin, dass diese Fälle sind auch schon vorgekommen, dass weibliche verdeckte Ermittler eingesetzt werden, die auch nach einem langen Gespräch mit der Zielperson dann bekunden und behaupten, der hat mich sexuell belästigt. Kündigungsgrund vor Gericht und so weiter. Haben Sie auch schon mal gehört, dass Gewalt angedroht wurde? Die Frage ist, was man als Gewalt definiert. Natürlich ist es auch eine Form von Gewalt, wenn jetzt die gesamten Kollegen nicht mehr mit einer Kollegin reden, wie das im Einzelhandel häufig vorkommt. Also soziale Deprivation würde man das im Fachbegriff nennen, und das hält man auch nur 2 Wochen durch. Und oft brechen die Leute dann körperlich zusammen, kriegen Nasenbluten oder Nervenzusammenbruch und solche Dinge. Das ist auch eine Form von Gewalt. Also Gewalt ist viel mehr als nur eins in die Fresse oder so. Oder dass dann auf einmal die Tür zugeht im Kühlhaus und das Licht ist aus und solche Sachen. Das ist, solche Dinge gibt es schon viele. Gibt es in Deutschland professionelle Betriebsratsverhinderer? Ja, es gibt in Deutschland eine Dienstleistungsbranche, die den Arbeitgebern anbietet, wir schaffen euch den Betriebsrat vom Hals. Und diese Dienstleistungsbranche besteht zu einem großen Teil aus Anwaltskanzleien mit großen Abteilungen für Arbeitsrecht. Also wir haben heute in Deutschland große Wirtschaftskanzleien mit Abteilungen für Arbeitsrecht mit 60, 70 Anwälten. Und zu dieser Dienstleistungsbranche gehören Wirtschaftsdetekteien, die herangezogen werden, um Kündigungsgründe zu inszenieren. Warum sind Betriebsräte so gefährlich für den Arbeitgeber? Wenn ein Betriebsrat sich dafür einsetzt, beispielsweise zumindest einen Teil der Überstunden zu bezahlen, überhaupt zu bezahlen oder sogar mit einem Überstundenzuschlag, dann ist das natürlich gerechnet auf ein ganzes Jahr. Dann geht es für den Arbeitgeber um Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Euro. Die Betriebsräte, Betriebsratsmitglieder gehen da oft rein mit so einem Ding, ja, wir wollen doch hier das nur vernünftig gestalten, sind dann völlig überrascht, auf was für einen Gegenwehr sie stoßen, weil sie oft den Ernst der Lage gar nicht erkennen und auch die Aggressivität ihnen so gar nicht klar ist, mit der da um die Verteilung eben dieses Mehrwerts, des Profites gestritten wird. Und warum wird das Behindern von Betriebsräten nicht stärker strafrechtlich verfolgt? Die Betriebsratswahlen sind demokratische Wahlen, wie jede andere Wahl auch. Sie genießen aber leider nicht denselben Schutz in Deutschland, was gar nicht einmal an den Gesetzen liegt, sondern hauptsächlich an den Staatsanwaltschaften, die Betriebsratsbehinderung und Verhinderung überhaupt nicht verfolgen. Es sind schon immer wieder auch von Gewerkschaftern Strafanzeigen gestellt worden, aber die große Mehrzahl, über 90%, man weiß es nicht genau, es wird ja auch nicht erfasst, wird von den Staatsanwaltschaften mangels öffentlichen Interesses oder weil die Straftat angeblich doch nicht so gerichtsfest nachgewiesen werden könne, werden die Verfahren eingestellt. Also die Politik zeigt wenig Engagement, die Betriebsräte zu schützen, Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzurichten, das wäre eigentlich nötig. Da fehlt der Wille und die Bereitschaft, stärker überhaupt das Thema zu betrachten. Das ist nicht in Stein gemeißelt und das kann meines Erachtens sehr wohl verändert werden. Wenn man sich die Rechtsgeschichte anguckt, gibt es keinen Grund, da entmutigt zu sein. Bis 1969 war es zum Beispiel noch legal, jemanden im Duell zu töten. Bis 1997, glaube ich, war die Vergewaltigung in der Ehe noch legal. Und auch Steuerhinterziehung in Luxemburg oder Liechtenstein wurde überhaupt nicht verfolgt. Und das alles hat sich ziemlich rapide geändert durch öffentlichen Druck. Zurück zu den Leuten, die jetzt gerade frisch einen Betriebsrat gründen wollen. Hätten Sie denn Tipps für die?
Die besondere Schwierigkeit bei der Gründung eines Betriebsrats ist, dass man erst den Kündigungsschutz hat, sobald der Aushang zu der ersten Wahlversammlung gemacht wurde. Die alte deutsche Art, ja, ich schreibe dann mal ein Flugblatt und stelle mich vor die Firma, ist halt tödlich. Die Leute müssen am Anfang mit einer ganz kleinen Gruppe, mit einem Kern von Vertrauten, auch außerhalb der Fabrik oder außerhalb des Betriebes konspirativ vorgehen. Nicht auf Masse setzen, sondern auf eine kleine, verschworene Gruppe. Und dann genau planen, wer als nächstes hinzuzuziehen ist und dann am besten mit der Gewerkschaft zusammen und dort auch mit fähigen, strategisch geschulten Leuten dann einen Plan sich zu erarbeiten, keineswegs die Sache zu überstürzen. Und es geht dann weiter bis zu dem Aushang zur ersten Versammlung, bis dann nachher die Betriebsratswahl durchgeführt wird. Und man muss allen Betriebsratsgründern dann auch sagen, da muss man auf die Tube drücken, Tempo machen, weil die Zeit wird dann intensiv genutzt, um die Belegschaft in Panik zu versetzen, um die zu bearbeiten, um Zweifel zu sehen und die möglicherweise dazu zu treiben, dass sie das ganze Unternehmen fallen lassen. Wie geht man mit solchen Machenschaften um? Man darf jetzt nicht den Fehler machen, in so eine Opferrolle zu rutschen und dann auch noch laut zu jammern über das Unrecht, was einem widerfahren ist und wie böse der Arbeitgeber ist, sondern man muss auf das Feld zurückkommen, wo eben die Kartoffeln ausgegraben werden können und wo es auch dem Arbeitgeber dann wehtut. Und das ist, wie er schon sagte, halt Arbeitszeit, Flexibilität, Arbeit auf Abruf und diese ganzen Sachen und auch der Lohn, also die Lohneingruppierung und solche Dinge. Da werden die Kartoffeln ausgegraben und das ist das, was die Belegschaft am Ende auch interessiert. Und nur mit der Belegschaft zusammen kann man solche Angriffe auch durchstehen. Und die Belegschaft steht auch nur dann dauerhaft hinter den Leuten, den Betriebsräten, wenn sie das ernsthafte Gefühl hat, dass es da auch was zu gewinnen gibt. Sich nur auf die rechtliche Position zurückzuziehen, das nützt heute einem in der Regel nichts mehr. Er braucht Unterstützung der Belegschaft, mehr als früher. Aber er braucht auch Unterstützung seiner Gewerkschaft, er braucht auch Unterstützung durch externe Beratung. Und in vielen Fällen, das hat auch angefangen, bei Konflikten, die jedenfalls dann etwas länger dauern, dass eine örtliche Bürgerinitiative zur Unterstützung notwendig ist. Es ist hier ein Feld von Unternehmerkriminalität, wo teilweise mit allen Bandagen gekämpft wird. Und darauf muss man sich vorbereiten. Wenn man das weiß, dann überrascht es einen zumindest nicht mehr so stark. Und dann ist es auch wichtig, einen guten Anwalt zu haben. Das ist absolut entscheidend. Einen Anwalt, der diese Sachen dann abschmettert. Es ist auch wichtig, sich mit Beratungsstellen in Verbindung zu setzen, zum Beispiel mit der Aktion gegen Arbeitsunrecht, dem Verein, den wir machen, weil da die Methoden und die Akteure, die Anwaltskanzleien gesammelt werden und bekannt sind und dadurch lässt sich dann die Strategie der Gegenseite auch erkennen. Und es ist jetzt mittlerweile so gut dokumentiert, dass die meisten Arbeitsrichter da auch nicht mehr drauf reinfallen. Andererseits kann ich auch nur dazu raten, das dann doch mal zu versuchen. Es könnte also zum größten Abenteuer im Berufsleben werden. Und ja, wenn man den Betriebsrat dann gegründet hat, ist das sicherlich eine sehr starke Waffe, die man auch in der Hand hat.